Philipp Lahm, der Mannschaftskapitän von FC Bayern, gibt sich in der Pressekonferenz optimistisch. Schlechter als in der Champions League kann es ja nicht mehr kommen. Höchstwahrscheinlich auf keinen Fall mehr, weil schlechter heißt, man hat gar keinen Titel gewonnen. Und das sieht sehr, sehr gut aus, dass das nicht der Fall ist. Also deswegen keine schlechte, aber ansonsten, es zählt immer das nächste Spiel. Und das nächste Spiel ist jetzt Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Und jeder weiß, dass wir in jedem Wettbewerb bis zum Ende dabei sein wollen. Und das heißt für uns, am Mittwoch gewinnen und ins Finale einziehen. Also das ist mit die größte Motivation, die man haben kann, eben das Finale in Berlin vor Augen gegen den Konkurrenten in den letzten Jahren, gegen Dortmund eben. Wir treffen, ich glaube, in den letzten 6 Jahren sind wir immer auf Dortmund getroffen im Pokal, was auch die Sache sehr, sehr interessant macht und spannend immer macht. Das zeigt die Ausnahmestellung beider Mannschaften, würde ich sagen. Aber ansonsten Motivation, also wer da keine Motivation hat, der hat den Beruf verfehlt, würde ich sagen, weil das ist die größte Motivation, wenn man ein Finale vor Augen hat, dann wirklich zu Hause auch noch zu spielen. Eine größere Motivation, finde ich, gibt's nicht. Gewinnen wollen natürlich beide Mannschaften. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel zeigt sich optimistisch, dass sein Team die Münchner besiegen kann. Wir wollen auf jeden Fall morgen gewinnen. Wir wissen, wie schwer die Aufgabe ist, aber es hat einen großen Stellenwert, wieder nach Berlin zu kommen und nicht nur nach Berlin zu kommen, sondern einfach auch nach Berlin zu kommen, um dort zu gewinnen. Das ist eine Riesenaufgabe und ein großer Traum von uns allen. Wir waren letztes Jahr da, wir wollen wieder hin, um zu gewinnen und müssen ja die größte Hürde überwinden, die es gibt in München. Deshalb, klar, großer Stellenwert, aber auch große Hürde. Vorteil würde ich uns nicht sehen, aber ich würde sagen, die Empfindung ist, dass wir bereit sind, auch morgen für ein großes Match und bereit sind auch für eine besondere Leistung und dann mit Sicherheit anerkennen sollten, dass wir auch Spielglück brauchen, dass wir den Spielverlauf auch dann noch dazu brauchen, um in der Lage sein, die Bayern zu schlagen. Seit 5 Jahren ist Dortmund titellos. In dieser Saison bleibt die Meisterschaft erneut illusorisch. Das Ausscheiden der Dortmunder im Champions-League-Viertelfinale darf allerdings als Erfolg verbucht werden. Denn nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus sind die Umstände im Spiel gegen Monaco außergewöhnlich. Die Schwarz-Gelben hoffen also jetzt am Mittwoch in gewohnter Stärke auf den Platz zurückzukehren und dem DFB-Pokaltitel damit näher zu kommen.